So, dann mal wieder hallo zusammen, der Lampe hier von Faszination Drohne. Heute zum achten Teil unserer Serie im Betaflight. Und zwar soll es dabei heute um das Tab-Empfänger gehen. Ihr kennt ja die Prozedur schon, wenn ihr noch nicht verbunden seid mit dem Rechner. Nehmt eure Drohne, plackt ein USB-Kabel dran, verbindet Drohne und Rechner miteinander und könnt euch anschließend per Verbinden in die Betaflight-Konfiguration verbinden. Klickt dann auf den Tab Empfänger und ihr seid genau an der Stelle, über die wir uns heute unterhalten wollen. Was mache ich im Tab Empfänger? Im Tab Empfänger kann ich im Prinzip sehen, ob meine Funkfernbedienung korrekt mit der Drohne spricht. Das heißt, ich kann hier sehen, ob die Schalterbelegungen, die ich unter dem Modi-Tab gemacht habe, alle richtig sind, ob die Gas-, Roll- und Yaw-Annahme richtig ist. Und wenn nicht, kann an dieser Stelle konfigurieren. Was sehe ich jetzt im Detail? Und zwar sehe ich hier eine Übersicht all meiner Kanäle, die zur Verfügung stehen mit der Fernbedienung und die damit verbundenen Werte, die da drin sind. Ich kann es einfach mal zeigen, indem ich mal an der Fernbedienung drehe. Das ist mein Gas-Stick. Mein Gas-Stick fängt bei 990 an. Wenn ich ihn bewege, sehe ich, dass er nach hoch und nach unten geht. Ich sehe hier auch, dass wenn ich um die Yaw-Achse mich drehe, sich die Drohne auch entsprechend bewegt. Und ich kann auch sagen, ich pitche nach vorn, das passt, oder nach hinten. Oder ich drehe oder rolle um die Rollachse. So. Das seht ihr hier drüber. Ihr könnt auch schauen, welche Schalter belegt sind. Das heißt, wenn ihr mal kippt, könnt ihr sehen, welcher Schalter belegt ist und ob dieser funktioniert und auf welche Richtung dieser auch sich bewegt. Das heißt, wenn ihr mal nicht wisst, welcher Schalter auf welchem AUX belegt ist, um diesen im Modi-Tab zu konfigurieren, dann könnt ihr den Schalter einfach mal bewegen und seht, welcher Schalter auf der Fernbedienung zumindest konfiguriert ist, auf welchem AUX-Kanal und könnt danach auch weiter im Modi-Tab zum Beispiel weitermachen. Was sehe ich noch? Ich sehe die Minimumwerte. Das sind diese hier. Ich sehe den Maximumwert, wenn ich das nach oben belege, ist bei mir 2003. Und ich sehe den Mittelwert. Hier ist es zum Beispiel, mit dem aktuell die Fernbedienung arbeitet. So viel zum Thema. Ich kann Sachen auf der Drohne sehen. Was kann ich jetzt ändern? Ich kann hier die Kanalzuordnung ändern. Hier steht es schon TAER. Im Prinzip T für Throttle, das A für Aileron, also für Roll, dann das R für die Yaw-Achse und das Elevation E für den Pitch im Prinzip. Und ihr seht, dass das in 1, 2, 3, 4 ist. Ich würde das mal ändern auf T. Also jetzt seht ihr, dass die Rollachse richtig ist und die Kanalbelegung auch richtig ist. Ich würde das mal auf RE ändern. Damit würden sich die E- und die R-Achse verändern. Das heißt, ich yaw jetzt mal. Und beim yaw nimmt er nicht die yaw-Achse nach links, sondern er nimmt den Pitch. Deswegen ändere ich das jetzt auch wieder zurück. T E-R. Speichere das Ganze. Und wenn ich jetzt meine yaw-Achse wieder nehme, dann yawt er auch in die richtige Achse. Das ist wichtig, je nach Empfänger und Sender, den ihr an der Drohne verwendet, kann eine andere Kanalzuordnung passieren. Ihr habt hier die Möglichkeit, ich sag mal, Standardwerte abzufragen und zu hinterlegen. Für die jeweilige Fernbedienung müsstet dann, deswegen habt ihr dieses Tab hier, schauen, ob eure Kanalbelegung richtig ist und diese gegebenenfalls, so wie ich es euch jetzt gezeigt habe, ändern. Dann habt ihr den Bereich RSSI-Kanal. RSSI ist im Prinzip die Signalstärke. Wenn ihr diese übertragen wollt, dann könnt ihr einen der AUX-Kanäle, den ihr hier auch links seht, für die Übertragung des RSSI benutzen. Ich habe das nicht, ich weiß ungefähr, wie weit meine Drohne fliegt und wie weit der Sender oder Empfänger funktioniert, ohne dass ich jetzt in einen Failsafe oder in einen Abbruch komme. Man könnte es hier aktivieren und könnte es sich dann im On-Screen-Display auch als RSSI anzeigen lassen. Was haben wir hier? Hier könnt ihr festlegen, wie den niedrigsten Schwellenwert, das heißt der Minimalwert, hier seht ihr es schon,
bei dem der Stick reagiert. Im Prinzip 1100 ist hier eingestellt, wo die Stickmitte liegt. Habt ihr schon gesehen bei 1500 und was der höchste Wert ist, der Schwellenwert. Ne? Ihr seht also der Minimalwert und Maximalwert und festzustellen, dass der Wert maximal ist. Also ihr legt hier fest, was die Fernbedienung als Maximalwert anerkennt. 1900, Minimum 1100, Mittelwert 1500. Dann habt ihr hier noch den Bereich der Todzonen. Die Todzonen benutzt man im Prinzip, wenn diese Werte hier stark flackern, so wie es bei meinem Throttle ist. Es flackert ein bisschen. Wenn ihr das Ganze kletten oder smoother machen wollt, dann erhöht einfach den Wert so lange, bis das Flackern im Prinzip weg ist. Ich finde das jetzt für mich nicht so schlimm, den Wert zwischen 88 und 90. Deswegen setze ich das hier auch nicht rein. Das gilt für alle Werte, außer für die Yaw-Todzone. Die stellt im Prinzip nochmal also für die Yaw-Achse separat ein. Falls ihr 3D fliegt, also die Achsen invertieren wollt, sobald ihr was weiß ich, über Kopf fliegt und so weiter und so fort, dann könnt ihr hierfür auch noch eine Todzone einstellen. Der letzte Bereich, wo man das einstellen kann, ist die RC-Glättung. Ganz allgemein gesprochen ist die RC-Glättung dafür da, dass die Signale im Prinzip, die im Fernwerken geglättet werden, um im Prinzip einen sauberen Loop zu haben, um das Signal relativ sauber zu streuen. Das eine geht zum, dafür habt ihr zwei Einstellmöglichkeiten, zumindest in der 3.2.0. Ich glaube, in der 3.5 ist nur eine dazugekommen. Das ist die RC-Interpolation, wie es ja auch beschrieben ist. Die gibt euch für die P- und D-Werte einen sauberen Verlauf, also interpoliert das Signal, um da auch einen sauberen Wert von vorne bis hinten zu haben, um eventuell entstehende Funklöcher im Prinzip überspielen zu können. Da habt ihr verschiedene Einstellmöglichkeiten. Sie können sie ausstellen, ihr könnt sie einstellen oder auf manuell stellen oder bestimmte Voreinstellungen nutzen. Ich persönlich empfehle, auf Auto stehen zu lassen und das im Prinzip den Flight Controller selbst regeln zu lassen. Ansonsten könnt ihr auch noch die Kanäle kletten. Hier habt ihr die Einstellung RP, RPY, RPYT, T, RPT. Das heißt, ihr könnt auswählen, ob ihr 1, 2, 3 oder also 3 oder 4 Kanäle kletten lassen wollt. Das betrifft diese Kanäle hier. Auch genau dasselbe, nämlich da geht es um die Signalstärke zu verbessern. Ansonsten habt ihr hier noch den Bereich, wo ihr schon gesehen habt, wenn ihr an der Drohne dreht im Prinzip oder an den Stickhebeln dreht, hier könnt ihr schauen in der Vorschau, ob sich die Drohne so verhält, wie ihr es erwartet. Also dass bei einem Pitch, ich mache mal einen Pitch, also dass wirklich nach vorn gepitcht wird oder nach hinten gepitcht wird. Oder einen Roll um die Achse, dass es halt in die richtige Richtung rollt, rechts oder links. Ist sehr hilfreich, wie ich finde, um festzustellen, ob die Kanalbelegung richtig ist. Ansonsten könnt ihr hier nicht mehr viel machen. Ihr könnt hier noch die Reaktionen im Prinzip der Funkfernbedienung sehen. Das heißt, ihr könnt in verschiedenen Intervallen, die ihr einstellen könnt, sehen, welche Reaktionen die Funkfernbedienung hat. Ich drehe mal kurz nochmal, damit ihr seht, wie die Reaktionszeit ist, ob das alles funktioniert, ob der Anschlag gut ist und so weiter und so fort. Und seht dann auch die Ausschläge, das heißt, auf der Achse hier könnt ihr sehen, wie hoch der Wert ist oder der Stick, den ich benutze. Das heißt, wenn ich hier voll rauf gehe, dann seht ihr, ist er an der Grenze. Wenn ich hier voll runter gehe, genau dasselbe. Wenn ich mich eher um den Achsenmittelpunkt befinde, so wie hier, dann könnt ihr das auch nachvollziehen. Hilft, wie gesagt, sehr viel dafür, um zu schauen, ob die belegten Kanäle richtig funktionieren. Ansonsten könnt ihr speichern oder die Seite neu laden, falls ihr Einstellungen verfriemelt habt. Mehr ist es dann auch nicht. Ja, dann würde ich sagen, so viel zum Empfänger-Tab. Wie immer, wenn ihr Fragen habt dazu, schreibt sie mir ruhig in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann liked es ruhig und worauf ich mich immer freue oder worüber ich mich immer freue, ist natürlich ein Abo. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, euer Lampe.